Hallo Freunde, der Akku ist vollgeladen, das heißt wir haben dauerhaft grünes Leuchten, das ist schon mal gut. Das heißt wir können mit dem Rasenmäher loslegen. Vielleicht nochmal als einen kurzen Tipp vorab, sollte jemand den Rasen gemäht haben und danach den Akku direkt laden wollen, kann es schon passieren, dass das Ganze rot leuchtet, weil der Akku wahrscheinlich noch recht warm ist nach dem Rasenmähen. Das heißt, lasst ihn ein bisschen abkühlen und dann könnt ihr loslegen. So, einmal Knopf drücken. Deutlich sehen kann, ist der Rasen sehr ordentlich geschnitten direkt auf Anhieb. Das haben wir wahrscheinlich den hohen Drehzahlen von 3300 Umdrehungen zu verdanken. Und dass der Rasen auch hier so hoch ist, das scheint im Rasenmäher nicht auszumachen. Mal von der Seite ein Bild, da kann man deutlich sehen, wie hoch der Rasen vorher war und wie gut das Ganze jetzt abgenommen hat. Das scheint wirklich sehr, sehr gut zu funktionieren und ich zeige euch gleich ein Bild, wenn das Ganze fertig ist. Also was direkt und deutlich auffällt, wie viel Freude das Ganze direkt macht, ne? Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, man muss jetzt auf kein Kabel achten, man muss jetzt nicht gucken, habe ich genug Kabel überhaupt da bis dahin und so weiter. Man geht einfach dahin, wo man Rasen mähen möchte und legt los. Das zum einen. Vielleicht auch noch zu dem Grund, warum ich den überhaupt gekauft habe. Tatsächlich ist es, man musste jedes Mal 50 Meter oder so Kabel legen. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Akku laden, fertig. Für das bisschen Rasen hier, ja, es ist überhaupt da kein Problem. Gut, ich mache mal weiter und zeige euch hinterher das fertige Ergebnis. Was gerade auffällt, ist, dass der Korb sich sehr, sehr schwer anfühlt nach den paar Minuten. Deswegen möchte ich einmal reinschauen und man kann deutlich sehen, ja, der ist voll. Also den muss ich eben entleeren. Also da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Und das wirklich nach ein paar Mal hin und her. Wobei der Rasen auch schon recht geschnitten aussieht. Ja, also ich sag mal, rein gefühlt hat man die Geschwindigkeit, mit der man den Rasen mäht, verdoppelt. Also ist absolut erstaunlich. Wenn man nicht auf ein Kabel achten muss, geht das ruckzuck. Der Rasenmäher ist auch sehr, sehr leicht und handlich. Also tatsächlich auch meine kleine Cousine hat das problemlos handhaben können mit ihren 6 Jahren. Also absolut genial. Was tatsächlich auffällt und wo man das Gefühl hat, ist, dass man ja, alle paar Minuten den Auffangkorb wechseln muss, weil der ständig voll ist, also oder so schnell voll ist. Naja, deswegen werde ich jetzt einfach mal den Auffangkorb wechseln und ich sag mal, der Rasenmäher ist absolut sein Geld wert. Das macht Spaß, man ist viel schneller und das Ergebnis sieht schon sehr ordentlich aus. Ja, Freunde. Absolut genial. Also mit der Freiheit, die dieser Rasenmäher tatsächlich einbietet,
Also das kann ich immer wieder nur betonen, ohne Kabel fantastisch. Also die Geschwindigkeit, mit der das Ganze gemacht wird, ich bin absolut begeistert. Ich bin begeistert und tatsächlich so ein bisschen auch perplex, wie gut das funktioniert, wie schnell das geht, wie schnell der Auffangkorb immer wieder voll ist und wie sauber der Rasen gemäht wird. Also durch die hohen Drehzahlen geht das eigentlich sehr, sehr gut. Fantastisch, gefällt mir super. Konnte es mir gerade nicht verkneifen, nochmal das Ganze zu loben. Also wirklich ein gutes Produkt. Gut, man müsste natürlich auch gucken, wie lange hält tatsächlich der Akku, wie viel Quadratmeter schafft der. Aber ich denke mal, für die, also die zwei, ob er tatsächlich die 200 Quadratmeter schafft, die tatsächlich der Hersteller angibt, weiß ich nicht. Aber noch geht's. Also ich habe jetzt bestimmt schon 25, ja, vielleicht maximal 50 Quadratmeter habe ich. 40 bis 50 Quadratmeter habe ich jetzt geschafft. Noch zeigt er keine Schwäche. Aber ich habe ja noch ein bisschen was vor mir. Mal sehen, wie es dann aussieht. Was vielleicht noch zu bemerken ist, was auch ganz, ganz witzig ist, ist tatsächlich diese Klappe hier. Solange der Auffangkorb noch so leer ist, dass man damit mähen kann, ich zeige euch das mal, geht die Klappe nach oben. Wenn sie nicht mehr nach oben geht, dann heißt es schon tatsächlich, dass der Auffangkorb voll ist. Da geht kein Gras mehr rein und man sollte einmal tauschen. Also finde ich es eine coole Sache. Kannte ich bis jetzt noch nicht. Nicht schlecht. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich habe das jetzt gefühlte 50 bis 60 Quadratmeter fertig gemacht. Der Rasen ist fertig gemäht, den ich mir vorgenommen habe. Und tatsächlich sehe ich bisher keine Müdigkeit von seitens des Akkus. Für mich persönlich reicht es. Wie viel lange er tatsächlich hält und ob er jetzt die versprochenen 200 Quadratmeter schafft, gut, das kann ich jetzt in diesem Video nicht mehr beurteilen, denn ich bin fertig. Trotzdem danke ich von meiner Seite fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann. Hallo Freunde. Nachdem wir den Akku-Rasenmäher von Aldi jetzt mehrmals ausführlich getestet haben, möchte ich auch mal sehen, wie regenresistent das Ganze natürlich auch ist. Denn es kann natürlich auch passieren, dass man den Rasenmäher einmal draußen stehen lässt, da kommt Regen drauf. Oder ja, man mäht den Rasen und es regnet auf einmal, was auch immer, ne? Und deswegen sollte, denke ich mal, schon der Rasenmäher eine gewisse Menge an Wasser abhaben können. Ja, also der Rasenmäher ist jetzt nagelneu und ich werde den ersten Test tatsächlich einmal ohne Akku machen, um zu sehen, ja, bleibt das Ganze denn vorne dicht? Ja, oder haben wir da schon Schwierigkeiten, dass irgendwie Wasser durchkommt? Und wenn das Ganze einigermaßen vernünftig läuft, dann können wir es auch mit einem Akku testen. Los geht's! Ja, was ist denn jetzt der einfachste Weg, um das Ganze zu testen? Natürlich eine Gießkanne. Ich habe die Gießkanne jetzt voll mit Wasser einmal. Wie man deutlich sehen kann, ist alles schön feiner Plätscher. Und jetzt werde ich das Ganze einfach mal drüber gießen. Uiuiui. Fangen wir hier vorne an. Und gehen einmal so darüber. Das ist natürlich jetzt schon ein Regenschauer. Das muss man zugeben. So viel Regen, naja, würde der Rasenmäher im Normalfall wahrscheinlich nicht abbekommen. So, und jetzt möchte ich natürlich erstmal sehen, ist es denn jetzt hier noch alles trocken? Und tatsächlich sieht man da vorne schon zwei Tropfen. Zoom einmal ran. Ich weiß jetzt nicht, wie die da durchgekommen sind, aber irgendwie haben sie es geschafft. Ah, nicht so weit. Genau da vorne. So. Trotz der Tropfen wollen wir jetzt natürlich auch mal sehen, wie es mit dem Akku ist. Ich stecke den jetzt rein.
gießen da noch mal drüber und dann schmeiße ich das Ganze einmal an, um zu sehen, was dann passiert. Weiter geht's. So, der Akku ist jetzt drin, wie man deutlich sehen kann. Da vorne ist er. Und ich würde mal sagen, erstmal schmeiße ich das Ganze an, um zu sehen, funktioniert das denn überhaupt noch? Yep. Es funktioniert tatsächlich. Jetzt gehen wir noch mal einmal drüber mit dem Akku jetzt. Hat jetzt natürlich den großen Vorteil tatsächlich, dass der Rasenmäher die ganzen Überreste von gestern von Rasenmähen einmal runterbekommt und schön sauber wird. Das muss man auch sagen. Und natürlich würde ich das nicht testen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, der hält das aus. Deswegen schmeißen wir es nochmal an. Und der Rasenmäher läuft, ohne darüber nachzudenken. Also Regentest würde ich sagen bestanden. Ja, das war so ein kurzer Test für zwischendurch. Das heißt, falls jemand da irgendwie Bedenken hat, draußen stehen lassen oder sonst noch etwas in der Richtung, kein Problem. Es läuft. Es läuft und läuft und läuft. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns tatsächlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank für eure Abos und Likes. Bis dann. Ja, Freunde, jetzt möchte ich natürlich den Rasenmäher nicht so nass wieder reinstellen, wie der gerade ist. Und deswegen haben wir hier so eine schöne Druckluftpistole. Das Ganze schön trocken machen. Denn windig kann es natürlich auch sein, ne? Draußen. Ja, diesmal war es tatsächlich von meiner Seite. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin.